Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der zweiten Pokémon-Generation und den Remakes dazu. Also mit Gold, Silber, Kristall und Heart Gold, Soul Silver. Und da ist eine Sache, die ich direkt schon mal vorneweg sagen will. Und zwar, ich finde es seltsam, dass Gold, Silber, Kristall zusammengehören und Diamant per Platin. Wäre es nicht logischer, die Edelmetalle und dann die Mineralien zusammenzumachen? Weil wenn ich dann das Sagen gehabt hätte, ich hätte Gold, Silber, Platin zusammengemacht und dann Perl, Diamant, Kristall. Weil so finde ich das sehr unlogisch. Und ich finde das allgemein ein bisschen schade, dass Entei hat im Pokémon-Film eine große Rolle gespielt. Suicune hat ein eigenes Spiel mit Kristall bekommen. Aber Raikou wird dermaßen vernachlässigt, das finde ich traurig. Weil auch bei den Giga Dynamax-Nestern später bei Schwert und Schild, da ist es so, dass man Suicune fangen kann als erstes Pokémon. Da hätten sie doch wenigstens mal Raikou eine Chance geben können und dem mal was Tolles geben. Dass dem mal irgendwie Präsenz hat, weil Raikou ist echt sozusagen das unbeliebte mittlere Kind. Und das tut mir leid. Und wenn Raikou kein Wander-Pokémon wäre, würde ich es auch mal ins Team nehmen. Aber Wander-Pokémon sind immer so schwierig zu fangen. Da braucht man ja mal ein Pokémon mit Horrorblick, damit sie nicht weglaufen können. Und dann haben sie manchmal sogar noch Brüller, sodass sie trotzdem flüchten können. Auf jeden Fall, mein ursprüngliches geplantes Team war Natu, Meryl, also Xatu, Azumarill, Keifel, Naftara, Dummiesel und Meganie. Aber aus diesem Team wurde, weil Meryl mir zu lange gedauert hat, bis ich es fangen konnte, genauso wie Dummiesel und Quiekel, weil sonst hätte ich nämlich bis zum vierten Orden nur ein Pokémon-Team gehabt mit vier Pokémon, mit zwei Pokémon. Und das ist mir eindeutig zu wenig. Und da habe ich mich dann stattdessen entschieden, Meryl habe ich mit Morlord ersetzt. Weil da habe ich dann nämlich noch einen Zweityp mit Boden und bin ein bisschen gegen Elektro-Attacken mehr abgesichert. Und Quiekel habe ich dann mit Schneckmark ersetzt. Weil ich hatte nämlich nichts im Team, was Feuer hat. Und dann habe ich Feuergestein, da habe ich dann auch einen Doppeltyp. Und aktuell Dummiesel habe ich mit Farbigel ersetzt. Nur ich weiß noch nicht, ob ich Farbigel im Team behalte, weil Farbigel gefällt mir nicht ganz so gut. Und allgemein, ich habe in diesem Spiel extremes Pech mit allen möglichen Statusveränderungen. Ich frage mich echt, ob das Spiel mich hasst. Weil jede Hypnose trifft und jede Schlafpulver, Stachelspore, Giftpuder und so trifft auch. Beim Gegner aktivieren sich immer diese Fähigkeiten wie Flammkörper. Also ich fühle mich da schon dezent dieses Mal verarscht. Und wenn mein Pokémon dann durch Hypnose einschläft, ist es natürlich so, dass es die ganzen 5 Runden schläft. Ich frage mich echt, was dieses Spiel diesmal gegen mich hat. Aber jetzt mal wieder zurück zu den eigentlichen zweiten Generationen. Das war jetzt nur ein bisschen Aufregung von mir. Und zwar, in der zweiten Generation gab es einige Neuerungen. Die Pokémon-Bären wurden eingeführt. Auch wenn sie damals noch andere Namen hatten, wie zum Beispiel die Bäre, die Gift heilt, also Vergiftungen, die hieß
damals nicht Pirsefähre, sondern Gegengiftfähre. Also die waren alle ziemlich noch so benannt, was sie auch Gutes tun. Und die Sinelbeere war da, glaube ich, damals nur die Ka eine normale Beere. Und da hat sich's auch noch geändert, dass es Aprikokos gibt, wodurch man dann bei einem Typen namens Kurt sich Felle anfertigen lassen konnte. Dann gab es auch noch, die Pokémon haben die Möglichkeit bekommen, Items zu tragen. Dass man denen beispielsweise Bären oder Items, die ihre Fähigkeiten verstärken, zum Tragen geben konnte. Soweit ich weiß, war es dann auch so, dass Spezialverteidigung und Spezialangriff gesplittet wurden. Und es ist auch noch so, ja, diese Aprikokos, die finde ich auch sehr interessant, die man ja dem Kurt geben kann. Und es kamen neue Pokémon, ziemlich viele dazu. Und zwei ganze neue Typen, und zwar Stahl und Unlicht. Somit hat beispielsweise Magnetilo und Magneton, die beiden Pokémon, die sonst nur Typ Elektro waren, Elektro-Stahl-Typen bekommen, was sehr praktisch ist, weil sie dadurch teilweise durchaus stärker wurden. Und was auch noch neu dazu kam, waren natürlich neue Attacken und einige Pokémon haben neue Vorentwicklungen bekommen oder eine neue Weiterentwicklung. Onix zum Beispiel, wenn man den mit dem Metallmantel tauscht, hat man dann Stalos bekommen. Oder wenn man Sichlor mit Metallmantel tauscht, hat man dann Cherux bekommen. Also es gab schon sehr viele Neuerungen. Und die zweite Generation und die Remakes sind die einzigen Generationen, in der man zwei Regionen erkunden kann, und zwar Johto und Kanto. Nur die Story hier finde ich in diesem Spiel recht langweilig, weil hier ist kaum richtige Story. Auf jeden Fall kann man hier auch die Wahl haben zwischen Endivie, Feurigel und Kanimani. Also ich würde empfehlen, mit Feurigel oder Kanimani zu starten, weil mit Meganie hat man es später schwierig. Weil Flugattacken sind ja sehr effektiv auf Pflanzen-Pokémon. Hat man da aber dann Feurigel und Kanimani, sind sie nur neutral effektiv. Käfer, da kann man gut mit Feuer durch, weil Käferattacken sind auch sehr effektiv auf Pflanzen. Normal, da hat man mit allen, nur hat mit Feurigel die meisten Probleme wegen dem Miltank, was Walzer beherrscht. Geist, die Arena hat mich viele Nerven gekostet, weil die Hypnose wirklich immer getroffen hat. Dann Kampf war recht easy, da würde ich empfehlen auch was zum Fliegen und was mit Pflanze mitzuholen, weil den Quappo hat. Und das ist Wasserkampf. Bei Jasmin würde ich was mit Feuer empfehlen, genauso wie bei Norbert. Und Sandra, der kann man gut mit Eisattacken gegensteuern. Das hier ist dann die Top 4 mit Psycho, Gift, Kampf, Unlicht. Bei Psycho würde ich dann den neuen Unlicht-Typen empfehlen mitzuholen. Bei Gift ist immer Psycho gut, genauso wie bei Kampf. Und gegen Unlicht ist Kampf sehr gut. Weil ich irgendwie interessant finde. Psycho ist sehr effektiv auf Gift. Und Psycho ist auch sehr effektiv auf Kampf. Aber Unlicht wiederum ist auf Psycho sehr effektiv und Kampf ist wiederum sehr effektiv auf Unlicht. Und dann kämpft man noch wieder gegen Siegfried, der Drachentrainer ist, der aber nicht wirklich nur Drachen hat.
Dann hat man hier, je nach Edition, diese legendären Pokémon zu fangen. In Silber fängt man Lugia, in Gold Ho-Oh und hauptsächlich in Kristall Suicune. Celebi ist leider bei den Spielen nur durch verschiedene Tricks verfügbar, weil das war ein Event, was leider Gottes nur in Japan stattgefunden hat. Was ich noch immer traurig finde, dass verschiedene nur in Japan verfügbar waren. Und ich habe übrigens auch vor, eventuell mal ein Pokémon-Spiel zu machen, wo ich nur mit diesen Tausch-Pokémon durchspiele. Aber dann in einem Spiel, wo die Tausch-Pokémon vielfältiger sind. Weil beispielsweise hier in der zweiten Generation hat man dreimal den Gesteinstypen. Und hier sind dann noch die editionsspezifischen Pokémon. Das ist ja auch immer sehr wichtig anzugucken bei diesem Spiel. Und diese Pokémon sind nur einmal da. Aber in diesem Spiel hat man da Glück, weil diese Pokémon kann man züchten. Es wurde nämlich eine Pokémon-Pension dann errichtet, wo man entweder mit Ditto oder mit einem Pokémon derselben Eigruppe mehr Pokémon züchten kann. Was ich eine sehr gute Neuerung finde. Und hier mit dem Anruf, das sind Pokémon, die recht selten vorkommen. Deswegen habe ich mich jetzt auch gegen Dummies entschieden, weil den Anruf von dem Wanderer hat mir zu lange gedauert. Und diese Pokémon sind nicht in der Generation verfügbar. Und die Grafik wurde bunter. Also es hat sich wirklich einiges verändert. Gehen wir jetzt mal noch kurz über Kristall. Weil bei Kristall hat sich auch noch ein paar Kleinigkeiten verändert. Nur wie gesagt, die Story, wenn ihr ein richtiges Story-Game sucht, sucht euch lieber eine andere Edition raus. Auf jeden Fall bei dem Unterschied zwischen Gold, Silber und Kristall, da ist es so, dass bei Kristall die Teams teilweise anders sind. Und sich die Sprites auch schon etwas mehr bewegt haben. Und man hat ein paar andere Pokémon zum Tauschen. Für mich war ja Pokémon Surf Silver aus der vierten Generation mein erstes Pokémon-Spiel für den DS, was ich mir gekauft habe. Weil ich habe nämlich mit Pokémon Rubin begonnen, also die dritte Generation, die wir nächstes Mal durchholen. Auch wenn ich hoffe, dass ich da mal weiterkomme, weil dieses Mal bin ich kurz vor dem letzten Orden aufgehalten worden. Auf jeden Fall wurde die Safari-Zone dort geändert. Wir haben eine richtige Kampfzone bekommen. Und für alle, die Minispiele mögen, kann ich nur den Pokathlon empfehlen. Weil diese Minispiele sind sehr unterhaltsam und da habe ich früher recht lange Zeit mit verbracht. Dann gab es hier auch das Pflanzset, wo man Beeren anpflanzen kann, was ich auch recht schön finde und entspannt für zwischendurch. Und diesen Aprikoko-Shaker. Und ich finde aber hier den zweiten Protagonisten, den haben sie so richtig unwichtig eingebaut. Man kämpft nie gegen den, den kommt nur manchmal und gibt einem ein paar Tipps. Und ich finde das irgendwie so richtig traurig, dass den so richtig stiefmütterlich behandelt wird.
Da hat Silva den Sohn von Giovanni deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen als den zweiten Protagonisten. Und das finde ich so schade. Da hätte man auch machen können, dass Silva sozusagen der ernste Rivale ist und Clarin bzw. Lyra dann der freundschaftliche Rivale ist. Dass man gegen den auch hin und wieder kämpft. Oder dass den beispielsweise sich auf den Pokéball spezialisiert hat und dass man den dann besiegen muss, hin und wieder in verschiedenen Disziplinen vom Pokéball, um Items zu erhalten. Weil so wie das dort ist, finde ich es ein bisschen traurig. Auf jeden Fall haben die Arenaleiter hübschere Sprites bekommen. Und meiner Meinung nach finde ich persönlich, dass Falk, Bianca, Hartwig und Jasmin die langweiligsten Arenen haben. Da hätte man eindeutig mehr rausholen können, weil die Arenen, das in Anführungszeichen Rätsel, was es da geben soll, ist praktisch nicht vorhanden. Und ich will Arenen mit ein bisschen mehr Rätselcharakter, wo man nachdenken muss, wie man nun da hinkommt, anstatt dass man einfaches so hat, ja, fertig. Und ein paar, was ich ganz interessant finde, ist, dass Koga, der war ja in den Vorgängern bei Rot, Blau, Gelb noch Arenaleiter, aber der hat sich dann geschafft, zur Top 4 hochzuarbeiten. Und das Highlight in der Remake der zweiten Generation ist eindeutig, dass die Pokémon einem hinterherlaufen und dass man mit den Pokémon quatschen kann. Das ist so süß. Vor allem, was die manchmal sagen und dass sie auch richtig auf ihre Umgebung reagieren. Zum Beispiel, wenn man mit einem Feuer-Pokémon im Regen umherläuft, wird es unglücklich. Wenn man aber mit einem Wasser- oder mit einem Pflanzen-Pokémon rumläuft, sind sie glücklich und genießen den Regen. Oder beispielsweise, wenn man in einer Pfütze steht, da ist es so, dass man von einem Pokémon nass gespritzt werden kann. Oder wenn man in einem Versteck der Bösen ist, da ist es so, dass das Pokémon die düstere Aura spürt. Bitte, Game Freak, bringt diese liebevolle Interaktion mit den Pokémon wieder zurück. Das war so herzerwärmend. Auf jeden Fall konnte man in den Remakes dann auch zusätzlich noch Latias, Latios, Kyogre, Groudon und Rayquaza fangen. Und durch ein Event Mew, Jirachi, Dialga, Palkia und Giratina. Und ich finde es so extrem schade, dass das Strubbelohr-Pichu-Event nicht da ist. Das wäre so süß gewesen. Ich will das haben. Ich finde das so traurig, dass solche Events zeitlich begrenzt sind. Und hier, das sind die Pokémon, die man sich so ertauschen kann. Und die editionsspezifischen Pokémon, und da muss ich persönlich sagen, HeartGold ist die beste Wahl von den Pokémon, die es gibt. Zumindest meiner Meinung nach, weil da gibt es Vulcano und Phanpy. Die sind besser als die Pokémon auf der Seite. Und es gibt Skorgla, das immer niedlich die Zunge raushängen lässt. Da gibt's auch noch den Pokewalker, aber mit dem kam ich nie sonderlich gut klar. Vielleicht müsste ich mich nochmal dahinter klemmen und gucken, ob ich da jetzt besser mit klarkomme, weil irgendwie hat da nie was gefunzt. Aber ich glaube,
Hier, das war jetzt erstmal alles. Obwohl, noch eine Sache. Und zwar, es gibt hier bei Pokémon Heart Gold und Soul Silver eine Möglichkeit auf PokeWiki Pokémon früher zu bekommen. Zeig euch das mal. Da muss ich gerade nur ein bisschen längeren Weg gehen. Weil sonst würde ich mich verschreiben und nicht da ankommen, wo ich will. Schneckmark, Schneckmark. Dadurch konnte ich nämlich meinen Schneckmark schon, bevor ich nach Kanto gekommen bin, ins Team bekommen. Und zwar hier, bei Viola City. Da gibt es in dem einen Pokécenter einen Typ namens Castor. Und dieser gibt einem Pokémon-Eier. Und drei zusätzliche Hintergründe. Und zwar einmal Voltilam, Feline und Schneckmark. Und diese kriegt man, wenn man hier den Generator nimmt, den Geheimcode-Generator. Den generiert einem dann die ganzen Sachen, die man dafür braucht. Dafür muss man hier auf PokeWiki gehen. Hier. Da gibt man einmal hier die Edition ein, dann welche Sprache und muss die Trainer-ID eingeben und da bekommt man dann beispielsweise die Codes für die Eier. Und das finde ich gut gelöst, dass es sowas gibt. Und das wollte ich noch sagen, weil das habe ich nach 15 Jahren erst rausgefunden. Und meine Empfehlung wäre, ein Team zu wählen mit Pokémon, die man recht früh findet. Also, mein Empfehlungsteam wäre jetzt mal Feuerigel. Dann würde ich ein Morlord ins Team nehmen. Ein Noctu. Ein Ampharos. Das wären schon mal die Haupt-Pokémon, die ich auf jeden Fall ins Team nehmen würde. Die auch ziemlich gut und stark und solide sind. Weil da habt ihr was zu fliegen und da habt ihr auch was zum Schwimmen. Das ist allgemein bei den Generation, wo es noch VMs gibt, wichtig. Achtet darauf, dass ihr immer was zum Fliegen und was zum Schwimmen dabei habt. Aber das war's jetzt wirklich erstmal von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Fragen zur zweiten Generation oder zu den Remakes habt, könnt ihr sie mir gerne jederzeit in die Kommentare stellen. Und ich werde dann sie entweder in den Kommentaren selbst oder in einem eigenen Video dazu beantworten. Tschüss!